Und was in den letzten Stunden in Raccoon City passiert ist, erzähle ich euch jetzt im Lore-Video Teil 2. Raccoon City ist eine kleine Stadt, welche im mittleren Westen von Amerika liegt. Im Jahre 1960 begann Michael Warren mit dem Aufbau eines Stromnetzes der Stadt. Die Zivilisierung von Raccoon City nahm in den späten 1960er Jahren rasant zu. Entweder durch den Umzug von Umbrella Pharmaceuticals in die Gegend oder durch Zufall. In diesem Jahrzehnt wurde in der Stadt eine Straßenbahnlinie gebaut, die sie mit Stoneville und den Arklay Mountains verband. Während die Kite Bros Railway ein U-Bahn-System baute, das 1969 eröffnet wurde. In diesem Jahr wurde auch das Raccoon Police Department, RPD, als städtische Polizei gegründet. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung, der durch die kontinuierlichen Investitionen von Umbrella in die Stadt bis in die 1980er Jahre unterstützt wurde, hatte sich die Firmenstadt weit über die Grenzen der 1950er Jahre hinaus ausgedehnt und entwickelte sich schnell zu einem Touristenort, der Wanderer aus dem Ausland anzog, und die U-Bahn hatte sich auf 8 Stationen erweitert. Nach Umbrellas Ankunft wurde auch ein Flussdock entlang des Circular River eingerichtet. Die Stadt litt jedoch unter der Rezession von 1990 bis 1991, obwohl diese teilweise durch den Bright Raccoon 21-Plan von Bürgermeister Michael Warren rückgängig gemacht wurde. Ein Projekt zur Wiederbelebung der Stadt, das stark von Umbrella finanziert wurde. Das Raccoon General Hospital wurde 1992 als Teil dieses Projektes gebaut, während ein weiteres Krankenhaus in den Bergen im nächsten Jahr aufgrund eines Skandals im Zusammenhang mit dem Unternehmen geschlossen wurde. Nachdem Umbrella die Kontrolle über die Stadt erlangt hatte, finanzierte Umbrella 1996 die Schaffung einer unabhängigen Strafverfolgungsbehörde namens Special Tactics and Rescue Service. Diese Organisation bestand aus Militärveteranen und wissenschaftlichen Experten und sollte strafrechtliche Ermittlungen durchführen, die das RPD nicht bewältigen konnte, wie zum Beispiel Terrorismusbekämpfung oder Aufstandsbekämpfung. Fortfolgend habe ich hier ein Tagebuch, in dem alle wichtigen Dokumente drin sind, die aus verschiedenen Vorfällen gesammelt wurden und die komplette Raccoon City Geschichte dokumentiert. Ich nenne es deswegen das Raccoon City Tagebuch. Wir befinden uns im Raccoon Forest, in dem seit Wochen mysteriöse Todesfälle vonstatten gingen. Verschollene Menschen, Wanderer kamen nicht mehr zurück und eine entstellte, junge Frau wurde gefunden. Mit Bissen und Kratzern, die nicht identifizierbar waren, von welchem Tier das doch hätte stammen können. Aufgrund dieser unerklärlichen und mysteriösen Fälle wurde das STARS-Team in den Raccoon Forest berufen. Zunächst das STARS Bravo-Team. Um alles dokumentiert zusammenzufassen, reisen wir nun zurück zum 23. Juli 1998. Das Bravo-Team macht sich also auf den Weg in den Raccoon Forest, um diesen mysteriösen Todesfällen auf den Grund zu gehen. Allerdings erleidet bereits auf dem Weg in den Raccoon Forest der Helikopter einen Motorschaden, weswegen sie notlanden mussten. Die Mission des Teams konnte zwar sehr schnell weiter aufgenommen werden, allerdings brach ab der Hälfte der Mission der Kontakt zur Hauptstelle ab und auch das Bravo-Team galt von da an als verschollen. Das Bravo-Team hatte die Aufgabe, einen Expresszug zu untersuchen sowie die Ausbildungsstätte von Umbrella und auch Billy Cohen zu fangen. Während ihrer Mission haben sie einiges herausfinden können, und zwar, dass in diesem Fall Dr. James Marcus verwickelt war. Dr. James Marcus wollte Rache nehmen an Umbrella und hat seine Egelforschung fortgesetzt und freigesetzt, sodass ein BOW-Ausbruch stattfand. Dennoch brach ab der Hälfte der Mission der Kontakt zur Hauptstelle ab vom Bravo-Team und man musste jetzt schauen, was ist mit dem Bravo-Team passiert, brauchen die Hilfe. Und deswegen wurde das STARS-Alpha-Team in den Raccoon Forest ebenfalls berufen. Am 24. Juli 1998 kam also das STARS-Team, das STARS-Alpha-Team ebenfalls in den Raccoon Forest,
Und bereits beim Landeanflug haben sie gesehen, dass dort der kaputte Helikopter vom Bravo-Team lag und dort landeten sie. Sie untersuchten den Helikopter und fanden den entstellten Körper von Kevin Dooley, einem Mitglied des Bravo-Teams. Heißt also, das erste Mitglied des Bravo-Teams wurde gefunden, tot entstellt im Helikopter. Doch was hat diesen Tod ausgelöst? Wer hat Kevin Dooley so entstellt mit diesen Kratzern und Bissen? Das Alpha-Team hat sehr schnell gemerkt, dass sie unter Beobachtung standen. Unter Beobachtung nicht von Menschen, sondern von irgendeinem Wesen. Es knurrte, es raschelte. Und als Joseph einen abgetrennten Arm fand und rumschrie, wurde er direkt angegriffen. Das erste Alpha-Team-Mitglied fiel. Allen anderen Mitgliedern war nun klar, sie müssen hier vor irgendeinem Wesen flüchten. Die leichteste Möglichkeit wäre gewesen, in den Helikopter und wieder wegzufliegen, aber Brad Vickers hatte andere Pläne und entschied sich, einfach wegzufliegen, ohne seine Kameraden mitzunehmen. Dadurch blieb dem Rest, Barry Burton, Joe Valentine, Chris Redfield und Albert Wesker, nicht mehr viel übrig, als Ausschau zu halten für einen Unterschlupf. Und sie sahen eine Villa ganz am Ende des Horizonts im Wald und dachten, jawohl, das wird unser Unterschlupf, das ist unser sicherer Platz und dort können wir schauen, wie wir hier wieder wegkommen. Sie waren zuversichtlich, dass sie dort ihre Teamkameraden finden würden. Die Tür der Villa ging auf und sie standen in einer riesengroßen Halle. Sie war so groß, dass man die Stimme sogar im Echo hören konnte. Das Stars-Alpha-Team hatte gar keine Ahnung, mit wem sie sich gerade anlegen, wem diese Villa gehört und vor allen Dingen, was sie dort alles finden würden. Wie sich das für eine Elite-Einheit gehört, werden natürlich Beweise gesammelt, die einen Hinweis bieten können, was hier denn vorgefallen sein könnte. Gibt es denn Hinweise über die toten Menschen im Raccoon Forest? Findet man sie in dieser Villa? Gibt es da einen Zusammenhang? Und wo ist denn das Bravo-Team? Fragen über Fragen. Doch diese sollten sehr schnell beantwortet werden. Bereits im ersten Raum, in dem sie ihre erste Begegnung mit einem Zombie machten, finden sie die Leiche von Kenneth J. Sullivan. Er hat den Kampf gegen den Zombie verloren. Er verblutete in einem der Wohnzimmer der Spencer Mansion. Auf einem Balkon machten sie den Fund von Forrest Spire. Er wurde von den Krähen zu Tode gepickt. Richard Eiken wurde durch den Schlangenbiss getötet. Er starb letztendlich an der Vergiftung. Oder hat er sich nicht doch geopfert? Enrico Marini, der Leiter des Bravo-Teams, wurde in den unterirdischen Katakomben der Spencer Mansion gefunden. Marini wollte Joe Valentine oder Chris Redfield eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass es einen Verräter in ihrem Stars-Alpha-Team gibt. Bevor er den Satz beenden konnte, wurde er erschossen. Jedoch gab es doch noch eine Überlebende des Bravo-Teams, und zwar Rebecca Chambers. Chris Redfield fand sie und die beiden taten sich von nun an zusammen, um diesen Spencer-Menschen-Vorfall gemeinsam zu überleben. Der Plan der Umbrella-Mitarbeiter war, dass viele die Spencer-Villa betreten, aber diese nicht mehr verlassen sollten. Dasselbe Schicksal sollte auch das Stars-Bravo-Team sowie das Stars-Alpha-Team erwarten. Denn es gab tatsächlich, wie Marini es sagen wollte, einen Verräter im Team. Und es war niemand Geringeres als der Kapitän des Stars-Alpha-Teams, nämlich Captain Albert Wesker. Er wollte seine BUWs testen. Und zwar an Elite-Soldaten. Allerdings gelang am Ende dieser Mission doch die Flucht. Barry Burton, Chris Redfield, Jill Valentine und Rebecca Chambers überlebten diesen Zwischenfall. Sie schafften es, die Selbstzerstörungssequenz auszulösen und die Spencer Villa flog mit allem Drum und Dran in die Luft. Mit der Hoffnung, dass diese Viren eben nicht überlebt haben. Albert Wesker konnte nicht gerettet werden, so dachten sie, denn er starb durch die mächtige Kralle des Tyrants, seiner eigenen Kreation. Im August sammelt Chris Informationen zum G-Virus, welcher von William Birkin entwickelt wird, und reist deswegen nach Europa. Von nun an feindet sich Chris Redfield öffentlich mit Umbrella an. Am 22. September 1998 kam Hank mit seinem Team in das Labor, in dem William Birkin am G-Virus arbeitete. Er hatte die Mission, den G-Virus und den T-Virus zu bergen und mitzunehmen. Allerdings gab es bei dieser Mission einen kleinen Unfall,
denn Hank ist erschrocken und es gab nämlich ein Geräusch und reflexartig wurde William Birkin dann mit einer MP5 niedergeschossen. Und währenddessen hat William Birkin sich unbemerkt den T-Virus injiziert. William Birkin mutierte sehr, sehr schnell durch den T-Virus und dezimierte die Hanks in der Kanalisation. Die T-Virus und G-Virus-Samples zerschmetterten und gelangten ins Grundwasser von der Kanalisation. Somit nahmen es Ratten zu sich, diese mutierten, kamen nach Raccoon City und hatten dort die Population anstecken können. Ebenfalls konnte die Ansteckung auch über das Trinkwasser erfolgen. Hier ein Nachrichtensprecher aus Raccoon City zum Ausbruch des Virus. Wir unterbrechen das laufende Programm für eine aktuelle Eilmeldung. Beim heutigen Footballspiel zwischen den Raccoon Sharks und den Old Court Thunders gab es zuvor eine Störung. Anscheinend wurde das Spiel unterbrochen, als ein widerspenstiger Fan außer Kontrolle geriet und einen Aufstand auslöste. Die Zahl der Verletzten ist noch nicht bekannt, aber mehr als 50 durchbrachen die Linie, bevor die Polizei die Kontrolle über den Tatort übernehmen konnte. Da das T-Virus nun das Grundwasser verunreinigte, haben sich Tausende an Menschen infiziert mit dem Virus. Man nannte es den Kannibalismus-Virus. Dadurch, dass die Leute sich damit infiziert haben, stieg die Gewalt in Raccoon City. Die Leute randalierten, sie waren aggressiv durch das Virus und sie hatten natürlich auch Panik. Die Situation am ersten Tag war immens verwirrend, da die Notfallmaßnahmen durch viele gemeldete Fälle in der ganzen Stadt ausgedünnt waren und das Raccoon General Hospital überfordert war. Dennoch konnten viele Menschen trotz des zunehmenden Ausnahmezustands ihrer normalen Routine nachgehen. Lokale Medien begannen über die Massengewalt zu berichten, vor allem unter den Zuschauern des Footballspiels der Raccoon Sharks. Außerdem wussten viele Menschen noch gar nichts von diesem Ausbruch. Sie waren ganz normal unterwegs, sind ausgegangen und hatten eine schöne Zeit, wie zum Beispiel in der Bar Jacks. Der Barkeeper, dem fiel gar nichts auf, dass ein Infizierter bei ihm war, erhielt denjenigen für einen betrunkenen Gast von seiner Bar. Und als er ihn wecken wollte, wurde er plötzlich angegriffen. Der Barkeeper Will wurde also quasi von diesem Mann komplett zerfleischt. 24. bis 25. September. Trotz der anhaltenden Bemühungen der Polizei und der Nationalgarde muss das Chaos noch unter Kontrolle gebracht werden. Offenbar ist ein Rettungshubschrauber mit fast 40 Flüchtlingen an Bord abgestürzt, der in den Westen von Raccoon City geschickt wurde. Es ist unklar, ob jemand überlebt hat. Seit 9 Uhr wurde die Stadt unter Quarantäne gestellt, die Bewegungsfreiheit der Zivilbevölkerung ist eingeschränkt und die Einreise durch andere Personen als autorisiertes Militärpersonal ist strengstens verboten. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass sich die Situation verschlechtert, bevor sie besser wird. Am 26. September, einem Samstag, wurden alle verbliebenen Agenten des Umbrella Biohazard Countermeasure Service, die derzeit nicht in der Stadt stationiert waren, eingesetzt und schlossen sich der Offensive an. Wobei sie 4 Züge hochqualifizierter Guerillas und ehemaliger sowjetischer Soldaten mitbrachten. Beide Streitkräfte schlugen sich jedoch schlecht gegen die Zombies und sie wurden bald überrannt und massakriert. Umbrellas Pläne gingen jedoch über die Hilfe für die Zivilbevölkerung hinaus. Obwohl die UBCS-Söldner den Befehl hatten, sie zu schützen und zu retten, waren sie in Wirklichkeit mit dem Hauptziel eingesetzt worden, die Wirksamkeit ausgebildeter Soldaten gegen irreguläre Mutanten und entflohene BOWs zu testen. Mit Monitoren innerhalb der Taskforce, die diese Informationen auf vom Unternehmen ausgegebenen Laptops aufzeichnen. Umbrella Europe nutzten die Situation weiter aus und setzte seine Hunter Beta und Hunter Gamma BOWs ein, die dann auf der Straße in die Stadt transportiert wurden, sowie einen Nemesis T-Typ auf dem Luftweg, mit dem Auftrag, alle verbleibenden STARS-Mitglieder zu jagen, um seine Lebensfähigkeit als intelligenter und gehorsamer Soldat zu beweisen. Tagebucheintrag von Chill Valentine in Raccoon City am 28. September 1998. 28. September, Tageslicht. Die Monster haben die Stadt übernommen. Irgendwie bin ich noch immer am Leben. Die Überlebenden, die es noch in Raccoon City gab, versuchten im RPD Schutz zu suchen. Marvin Brenneth war dort und wollte diesen Überlebenden helfen. Jill Valentine beschloss, am 28. September Raccoon City für immer zu verlassen. Sie traf im Verlauf ihrer Flucht auf Brad Vickers,
Dieser wurde von Nemesis T-Typ getötet. Es war der Tyrant, der ganz direkt und speziell für die Stars-Mitglieder eingesetzt wurde, um diese zu eliminieren. Außerdem trifft Jill Valentine auf UBCS-Söldner Carlos Oliveira sowie Victor, Mikhail und Nikolai. Sie ist zwar sehr, sehr stutzig diesen Umbrella-Soldaten gegenüber, aber im Verlaufe des Aufbaus der Beziehung merkt sie, dass auch sie von Umbrella benutzt werden für Kampfdaten. Mikhail opfert sich, um Jill Valentine zu retten, sowie ein Abteil des Zuges und eventuell Nemesis dadurch stirbt. Der Zug entgleist allerdings und am Ende landen Carlos und die anderen Überlebenden beim St. Michael's Clock Tower und dort ist auch tatsächlich Nemesis hingefolgt. Und in einem Duell zwischen Jill Valentine und Nemesis wird Jill Valentine tatsächlich mit dem Virus infiziert. Leonis Kennedy erreicht Raccoon City, um dort eine Stelle als Polizeioffizier anzunehmen. Zur gleichen Zeit kommt Claire Redfield nach Raccoon City, denn das war der letzte Standort ihres Bruders Chris Redfield und sie hat beschlossen, ihn zu suchen, weil sie von ihm schon länger nichts mehr gehört hatte. Leonis Kennedy fällt bereits beim Einfahren nach Raccoon City auf, dass irgendwie Totenstille herrscht im wahrsten Sinne des Wortes und es liegt eine Leiche mitten auf dem Boden. Als frisch gebackener Polizist untersucht er das Ganze natürlich und merkt, dass diese Person gar nicht tot ist, sondern sie ihn beißen möchte und zombieähnlich aussieht. Eine Schar Zombies macht sich dann auf den Weg zu ihm und er merkt ganz schnell, das sind keine Menschen mehr, das sind irgendwie Zombies. Aber so etwas gibt es ja eigentlich nicht und deswegen war er unsicher, ob er überhaupt schießen darf. Leonis Kennedy rennt in eine Bar, um sich zu schützen und trifft dabei auf Claire Redfield. Von da an machen sie gemeinsame Sache und wollen gemeinsam ins RPD gelangen. Sie werden getrennt durch einen Lastwagenfahrer, der in sie reinfährt und somit müssen beide auf verschiedenen Wegen ins RPD finden und es gelingt tatsächlich auch beiden. Sie treffen sich nochmal im RPD und zwar im Stars Büro, wo auch ein Tagebuch von Chris Redfield gefunden wurde. In diesem Tagebuch steht drin, dass er Raccoon City verlassen wird, dass er nach Europa geht und dass er ganz bewusst seiner Schwester nichts sagen möchte, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Und das tat er tatsächlich ja auch im August. Von diesem Zeitpunkt an hatten Leonis Kennedy und auch Claire Redfield eigentlich keine weitere Aufgabe mehr in Raccoon City, als sich selbst in Sicherheit zu bringen. Während des Verlaufs der Mission trifft Leonis Kennedy auf eine mysteriöse Agentin, und zwar Ada Wong, die sich eigentlich mit ihm zusammenschließt, aber eine Mission hat, und zwar eine G-Virus-Probe Albert Wesker zu liefern. Dies kommt natürlich erst später raus und sie fällt von einer Reling runter, somit gilt sie eigentlich als tot. Claire Redfield trifft im Verlaufe auf Sherry Birking, auf die Tochter von William Birking, der sich den G-Virus injiziert hat, und Annette Birking, die ebenfalls mit William Birking an diesen Viren gearbeitet hat und flüchtet später auch mit ihr. Am 30. September gelingt Leonis Kennedy und Claire Redfield die Flucht aus Raccoon City. Sie haben einen Zug genommen und konnten damit die Stadt verlassen. Jill Valentine erwacht durch die Tropfen des Regens. Sie war nun 2 Tage bewusstlos. Der Körper kämpfte gegen den Virus an, mithilfe des Gegengifts von Carlos Oliveira. Und sie konnte es tatsächlich besiegen. Nachdem Jill Valentine wieder gesund war, gab es nur noch eine Priorität für Carlos und Jill. Und zwar, diesen Horror zu überleben. Irgendwie aus dieser Stadt herauszukommen. Denn kurz darauf wurde bekannt, dass Raccoon City dem Boden gleichgemacht werden soll. Es soll ein atomarer Raketenangriff stattfinden, sodass alles, was in und um Raccoon City passierte, vertuscht werden konnte. Raccoon City wurde im Auftrag der US-Regierung von atomaren Raketen zerstört. Die Opferzahl übersteigt weit 100.000. Jill Valentine gelang die Flucht. Allerdings war ihr klar, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Sie muss gegen Umbrella kämpfen. Somit hat sie geplant, dass sie Chris Redfield unbedingt finden muss, um sich mit ihm zusammenzutun. Denn auch er weiß, zu was Umbrella imstande war. Er hatte es selbst erlebt, genau wie sie.
Und nur die beiden können aktiv etwas gegen Umbrella unternehmen. Somit machte sich Jill auf den Weg, Chris Redfield zu finden. Raccoon City war von der Weltkarte gestrichen worden und der Vorfall, den Umbrella zu verschulden hat, ist somit vertuscht. Doch der Kampf gegen Umbrella ist noch nicht zu Ende. 3 Monate später suchte Claire Redfield in Europa nach ihrem Bruder Chris. Und was dort alles passiert, erzähle ich euch im Lore-Video Teil 3. Das war mein Raccoon City Tagebuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe versucht, es so gut wie möglich kompakt zusammenzufassen. Ich werde demnächst wieder das Streamen anfangen und da spielen wir Resident Evil 3 Nemesis und zwar das Original. Ich würde mich freuen, wenn ihr da einschaltet und wir uns da ein bisschen unterhalten könnten. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und wir sehen uns. Bis dahin, macht es gut and don't forget, you need it.